Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute eine leckere türkische Linsensuppe, die total aromatisch ist und zu jedem Wetter passt. Die leckere Linsensuppe eignet sich übrigens nicht nur als Vorspeise, sondern auch als Hauptgang. Ich esse sie nämlich ganz gerne zum Mittag oder zum Abendessen. Wir benötigen rote Linsen, die habe ich unter fließendem Wasser abgespült, kleingeschnittene Zwiebeln, Möhren und Kartoffeln. Außerdem Wasser, Olivenöl, Ingwer sowie Knoblauch. Des Weiteren benötigen wir Tomatenmark und Paprikamark und einiges an Gewürzen. Ich schreibe sie euch unten in die Infobox, um euch jetzt nicht zu langweilen, und zeige euch die Zubereitung. Zuallererst wird das Olivenöl in einem großen Kochtopf bei mittlerer Stufe erhitzt. Dann geben wir Knoblauch, Ingwer und Zwiebeln hinein und dünsten sie für einige Minuten an. Anschließend geben wir Tomaten- und Paprikamark dazu und dünsten das ebenfalls kräftig an. Wer kein Paprikamark da hat, der kann die Menge auch ganz einfach durch Tomatenmark ersetzen, aber das Paprikamark macht es dann doch noch ein bisschen würziger. Anschließend geben wir die roten Linsen, die Möhren und die Kartoffeln mit hinzu. Dadurch, dass das Gemüse in kleine Stücke geschnitten wurde, ist das Ganze viel schneller weich und wir können die Suppe viel schneller pürieren. In der Zwischenzeit habe ich das Wasser aufkochen lassen und gebe das jetzt mit in meinen Topf, und zwar so viel, bis alles mit dem Wasser bedeckt ist. Während ich das Ganze hier umrühre, warte ich, bis es einmal aufkocht, damit wir die nötige Hitze erreichen. Nun geben wir den Deckel drauf und lassen das so circa 20 Minuten vor sich hin köcheln und dabei bitte nicht das Umrühren vergessen, denn wir wollen ja nicht, dass uns da etwas anbrennt. Nach ca. 20 Minuten bei mittlerer Hitze dürfte auch alles schön weich geworden sein. Hier seht ihr, dass ich in der Zeit immer wieder umrühre, denn es kann wirklich schnell passieren, dass euch da am Topfboden etwas anbrennt. Anschließend wird das Ganze mit dem Pürierstab gut durchpüriert. Nachdem dann keine Stückchen mehr übrig sind und das Ganze schön dickflüssig geworden ist, geben wir unsere Gewürze mit hinzu. Die werden jetzt auch nochmal gut und sorgfältig untergerührt, und so ist die Suppe natürlich noch etwas zu dickflüssig, und deshalb geben wir an der Stelle so viel Wasser mit hinein, bis die Konsistenz uns gefällt. Und somit ist unsere würzige türkische Linsensuppe auch schon fertig. Die Linsensuppe schmeckt übrigens am allerbesten, wenn ihr dazu noch Zitrone serviert, dann habt ihr noch eine richtig schöne und traditionelle Säure. Ich gebe das immer gerne dazu, damit wir das nicht schon im Topf haben, sondern erst, wenn jeder seinen eigenen Teller hat. Außerdem esse ich dazu immer ganz gerne frisches Fladenbrot, aber das ist natürlich vollkommen euch überlassen. Zu guter Letzt könnt ihr die Suppe noch mit getrockneter Minze garnieren und dann lasst ihr sie euch ganz einfach schmecken.
Übrigens gibt es die Linsensuppe bei mir ganz oft in Kombination mit meinen panierten Cigarabirdex. Ich verlinke euch das Video mal im Anschluss und dann freue ich mich, wenn ihr dort mal reinschaut, euch inspirieren lasst und natürlich auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss!